Hallo, František Koločečík, Gewinner im Bewerb 950 RC-Punkte und 1.150 Punkte. Wie geht's dir nach zwei so tollen ersten Plätzen und vor allem, wie war das 1.150er-Finale? Also ich fühle mich super, dass ich zwei Turniere gewonnen habe an einem Tag und zwei Turniere, die nicht so einfach waren und dass ich viele Punkte gewonnen habe. Also in der Finale 1.150 habe ich gegen Paul gespielt, Dobritzberger, und ich habe gegen ihn 3-1 gewonnen und es war recht spannend, weil im vierten Satz habe ich 17-15 gewonnen, obwohl ich die ganze Zeit vorne war. Ich war sogar 9-3 vorne und dann stand es 9-8 und dann war es 10-10 plötzlich und dann, ja, habe ich 17-15 gewonnen und ich habe mich voll gefreut, dass ich gewonnen habe, das eine Turnier. Und beim zweiten war es relativ einfacher als beim 1150er. Mhm. Der Paul Dobritzberger ist ja sozusagen die Nachwuchshoffnung vom Wiener Jugendtischtennis. Und du hast ihn besiegt als Konkurrent, als Niederösterreicher. Das muss ja auch ein tolles Gefühl sein. Du trainierst ziemlich oft wahrscheinlich, wie es ausschaut, oder? Ja, ich trainiere 5 bis 7 Mal in der Woche. Und ich glaube, er trainiert ungefähr 3 bis 5 Mal, was ich weiß. Okay. Und was sind deine Ziele für die nächsten Riha Opens? Du wirst wahrscheinlich die stärkeren Bewerbe auch noch angehen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Und ich will, mein Ziel ist, dass ich mehr Bewerbe spiele, gegen bessere gewinne, auch dass ich nicht gegen schlechtere jetzt nicht einfach das Spiel hergib, sondern trotzdem mich anstrenge. Mhm. Und hast du auch Vorbilder im Tischtennis? Ja. Wer sind die denn? Einer ist Timo Boll. Hugo, und der zweite ist Hugo Calderano. Okay, und was gefällt dir an den zweien so? Also beim Timo Boll gefällt mir sein Style, der spielt und wie er sich freut. Und beim Hugo Calderano, ich mag, dass er oft hinten geht und die Punkte fast immer gewinnt und dass seine Rückhand die beste auf der Welt ist für mich. Und ich will auch mal so eine Rückhand haben wie er. Okay. Und was sind genau deine Ziele in der näheren Zukunft jetzt? Mein Ziel ist, dass ich in der Welt bei Top 50 dabei bin, dass ich in Europa etwas erreiche und dass ich für Österreich ein Turnier spielen kann, dass Österreich etwas gewinnen kann. Das sind ja sehr gute Ziele. Dann alles Gute für die Zukunft, František. Danke.